1992 wird die damals 17 Jahre alte Sandra Zimmermann als vermisst gemeldet. Sie wohnt mit ihrem Bruder und ihren Eltern im Ort Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen. Die junge Frau hat einen festen Freund, der im etwa 30 Kilometer entfernten Bünde lebt. Wenn man ohne Auto unterwegs ist, ist das schon eine ordentliche Strecke. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man nach heutigem Stand eine gute Dreiviertelstunde. Gut möglich, dass die Anbindung 1992 noch deutlich weniger gut war. Als Sandra ihren Freund am 15. März 1992 besucht, trampt sie deshalb zu ihm. Sie kommt auch sicher bei ihm in Bünde an. Erst ein paar Tage zuvor sprechen Sandras Eltern mit ihrer Tochter über das Thema Trampen. Die Eltern sind nämlich nicht gerade begeistert davon, dass die Teenagerin einfach bei Fremden mitfährt. Aber Sandra glaubt fest an das Gute im Menschen. Deshalb nutzt sie diese Methode weiterhin. Und so eben auch, als sie am Tag ihres Verschwindens ihren Freund besucht. Abends plant sie wieder per Anhalter zurück nach Bad Salzuflen zu fahren. Doch dieses Mal geht etwas schief, denn Sandra kommt nie zu Hause an. Die Eltern melden Sandra sofort als vermisst und die Kriminalpolizei nimmt ihre Ermittlungen auf. Doch leider verläuft die Suche erfolglos. Erst 2 Monate nach Sandras Verschwinden wird sie gefunden. Ihr Leichnam liegt in Hüllhorst, am Fuße des Wiehengebirges. An derselben Stelle, die in der Nähe einer Freilichtbühne liegt, wurde 24 Jahre zuvor schon einmal eine Leiche gefunden. Der Ort ist etwa 15 Kilometer von Bünde, wo Sandra zuletzt gesehen wurde, entfernt. Als Todesursache kann Erwürgen festgestellt werden. Ferner geht die Polizei von einem Sexualverbrechen aus. Außerdem hat der Täter Sandras Rucksack mit ihren persönlichen Gegenständen mitgenommen. Auch ihr rechter Schuh fehlt. Obwohl zwischen dem Verschwinden und dem Auffinden von Sandras Leichnam 2 Monate vergehen, weiß man damals noch immer nicht, ob und zu wem die junge Frau in Bünde in ein Auto gestiegen ist. Fest steht nur, die 17-Jährige hat an diesem Abend ihren Mörder getroffen. Gegen 17 Uhr hat sie in Bünde an der Bresserkreuzung zwischen der Herforder Straße und der Mindener Straße eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Dass Sandra dabei auf ihren Mörder gestoßen ist, liegt nah. Damals wird auch gegen Sandras Freund ermittelt, den sie am Tag ihres Verschwindens besucht hatte. Konkreter ist die Spur zu einem verurteilten Straftäter namens Dirk I. Er soll sich in Gegenwart anderer mehrmals mit der Tat gebrüstet haben. Dabei hat er angeblich behauptet, er habe Sandra als Anhalterin mitgenommen und die 17-Jährige habe so gut gerochen. Er habe den verschwundenen rechten Schuh und den Rucksack des Mädchens noch immer in seinem Besitz. 2011 wird Dirk I. wegen eines anderen Delikts verurteilt. Er soll gemeinsam mit seiner Freundin eine Frau getötet haben und sitzt wegen Mordes im Gefängnis. Allerdings kann er im Laufe der Ermittlungen entlastet werden, ebenso wie Sandras damaliger Freund. Dirk I. gilt als Hochstapler, der sich für Aufmerksamkeit mit Lügen schmückt, so geschmacklos sie auch sein mögen. Ähnlich pietätlos verhält sich ein Mann, der sich Boris nennt. Er verfasst einen Brief an die tote Sandra, in dem er es bedauert, keinen Schuh von ihr bekommen zu haben. Ein eindeutiges Fingerzeig auf den Umstand, dass ihr Sandras rechter Schuh bis heute fehlt. Dieser Boris konnte aber ausfindig gemacht und von der Polizei eindeutig entlastet werden. Der Fall ist zwar immer wieder in den Lokalmedien präsent und wird auch in TV-Sendungen wie Aktenzeichen XY vorgestellt, einer Lösung kommt die Polizei aber nicht näher. Dabei ziehen die Ermittler alle Register. Im Fall Sandra Zimmermann wird erstmals in der deutschen Kriminalgeschichte eine Zeugin unter Hypnose befragt. So erhofft man sich, womöglich eine verdeckte Erinnerung wieder hochholen zu können. Denn die Frau gibt an, möglicherweise beobachtet zu haben, wie Sandra am 15. März 1992 in ein Auto gezwungen wurde. Im Laufe der Jahre kann zumindest ermittelt werden, dass Sandra es aller Wahrscheinlichkeit nach bis nach Herford geschafft hat. Möglicherweise wurde sie von Bünde bis nach Herford mitgenommen und wollte sich ab dort dann eine zweite Mitfahrgelegenheit nach Bad Salzuflen suchen. Neue Zeugen geben an, die 17-Jährige an der Autobahnabfahrt Herford-Bad Salzuflen zur A2 gesehen zu haben. Demnach sei sie dort in einen gelben Opel mit, Zitat, 3 dunklen Typen gestiegen. Mehr ist zu dem Mord an Sandra Zimmermann leider bis heute nicht bekannt. "25 Jahre nach Sandra Zimmermann verschwindet eine andere Frau beim Trampen. Ihr Name ist Sophia Lösche. Die junge Frau ist Masterstudentin. Am 14. Juni 2018 möchte die in Leipzig lebende Sophia am Amberg in der Oberpfalz trampen. Ihr Vater lebt dort und Sophia möchte ihn anlässlich seines Geburtstags besuchen. Ein Teil der Strecke legt sie mit der S-Bahn zurück. Ab der Raststätte Schkeuditz will sie dann per Anhalter weiterfahren.
Gegen 17.55 Uhr wird Sophia an dieser Raststätte von einem LKW-Fahrer namens Lamrabat angesprochen. Nach einem Gespräch steigen die beiden 20 Minuten später gemeinsam in seinen LKW ein. Was Sophia nicht ahnt, ist, dass sie keine Mitfahrgelegenheit, sondern ihren Mörder getroffen hat. Der Mann hat schon am Tag vor dem Aufeinandertreffen mit Sophia heimlich fremde Frauen auf Toiletten von Autobahnraststätten fotografiert. Während er mit Sophia auf dem Beifahrersitz losfährt, fotografiert er auch Sophia heimlich. Um 19.44 Uhr schreibt Sophia noch eine Nachricht an zwei Freunde. Sie würde gerade mit Bob, einem marokkanischen LKW-Fahrer von Leipzig nach Nürnberg, trampen. Kurz darauf machen die beiden am Autohof Bergbad Steben Halt. Die beiden trinken gemeinsam einen Kaffee. Danach geht Lamrabat noch zur Toilette, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen. Um 21.03 Uhr hält der LKW für mehr als zwei Stunden auf dem Rastplatz Sperbis in Oberfranken. Die Polizei wird später bekannt geben, dass Lamrabat Sophia hier wahrscheinlich mit einem sexuellen Motiv angegriffen hat. Sophia habe sich aber wahrscheinlich gewehrt und klargemacht, dass sie nichts von Lamrabat wollte. Daraufhin hat er einen 40 cm langen Radmutternschlüssel genommen und Sophia damit mehrmals gegen den Kopf geschlagen. Sophia ist nach diesem Angriff zwar schwer verletzt, aber noch am Leben. Um die Spuren für diese schwere Körperverletzung zu vernichten, hat Lamrabat sich daraufhin vermutlich entschlossen, Sophia das Leben zu nehmen. Er soll noch einmal mit dem Mutternschlüssel zugeschlagen haben. Zwischen dem ersten und dem zweiten Angriff sollen etwa 10 bis 20 Minuten gelegen haben. Anschließend soll er mit Sophias Kleidung ihr Blut vom Boden aufgewischt haben. Um 0.30 Uhr fährt Lamrabat bei seiner Logistikfirma vor und sein LKW wird neu beladen. Als er wieder losfährt, ist der Leichnam von Sophia noch im Wagen. Lamrabat fährt insgesamt etwa 72 Stunden, ehe er in Vitoria Gasteiz im Baskenland ankommt. Dort legt er Sophias Leichnam am 18. Juni gegen 5 Uhr in der Nähe einer Tankstelle ab. Zuerst fährt er weiter, kehrt aber nach ein paar Minuten mit seinem LKW um. Er steigt noch einmal aus und übergießt Sophias Leiche mit Benzin. Indem er ihren Körper verbrennt, hofft er, wichtige Spuren zu verwischen. Einen Tag später, am 19. Juni 2018, wird Lamrabat festgenommen. Zuvor war sein LKW in Flammen aufgegangen. Später kann die Brandursache nicht mehr nachgewiesen werden. Aber die Behörden halten es für möglich, dass Lamrabat selbst den LKW in Brand steckte, um auch dort die Spuren zu verwischen. Zwei Tage nach seiner Festnahme, am 21. Juni, wird dann der Leichnam von Sophia Löscher gefunden. Lamrabat selbst sagt später, er habe mit Sophia einen Streit gehabt, wegen eines Haschischbrockens. Auf einem Parkplatz an der A9 bei Bayreuth sei Sophia handgreiflich geworden. Er habe damit dem Werkzeug zurückgeschlagen und sie dabei versehentlich getötet. Er räumt ein, dass er mit der Leiche der Studentin drei Tage lang durch Frankreich gefahren ist, um sie dann an der Tankstelle in Nordspanien abzulegen und anzuzünden. Im September 2019 wird Lamrabat wegen Mordes in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sophias Familie hat sich übrigens von Anfang an ganz deutlich gegen Victim-Blaming und gegen Rassismus im Zusammenhang mit dem Verbrechen an der jungen Frau positioniert. Immer wieder haben die Angehörigen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Mord an Sophia um einen Femizid handelt und dass der Mord ganz klar in ein System struktureller Gewalt gegen Frauen einzuordnen ist. In Erinnerung an Sophia Lösche wurde der gemeinnützige Verein FIA e.V. gegründet. Er fördert Öffentlichkeits- und Projektarbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen sowie interkulturelle Projektarbeiten. So bleibt Sophia auch Jahre nach ihrem Tod noch in Erinnerung. Sophias Familie hat es ja selbst gesagt und es trifft auch beim Fall Sandra Zimmermann zu. Wenn jemand bewusst in ein fremdes Fahrzeug einsteigt, geben viele Menschen dieser Person explizit oder implizit die Schuld. Schuldig ist in einem Mordfall aber immer nur eine Person, nämlich der Täter. Ganz egal, ob er wie im Fall Sophia Lösche ermittelt und verurteilt werden konnte oder ob er wie bei Sandra Zimmermann noch unbekannt ist. Und jegliches Mitgefühl und Beileid gilt wie immer den Geschädigten und ihren Hinterbliebenen. Unabhängig davon würde mich ganz allgemein eure sachliche Meinung zu diesem Thema interessieren. Ich glaube, Trampen ist etwas, was man heutzutage nicht mehr unbedingt macht. Vielleicht liege ich da aber auch total falsch. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon einmal getrampt seid oder ob das in eurem Freundeskreis üblich ist oder war. Und auch, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Nebenbei lasst ihr mit einem Kommentar auch gleich kostenlosen Support für mich da. Genau wie mit einem Like oder Abo. Danke dafür schon mal im Voraus. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.